Eric Harms, Playoff-Zeit. Es geht gegen die Doan Wild Farmers. Lass uns ganz kurz nochmal zurückblicken und dann richten wir den Fokus nach vorne. Die letzten zwei Wochen Heidenheim-Tübingen. Ihr habt natürlich den Südtitel in der Tasche gehabt. Mit vier Niederlagen wollte man trotzdem nicht in die Playoffs gehen. Nee, natürlich wollten wir das nicht tun. Wir haben viel ausprobiert. Ist vielleicht ein bisschen was dabei schiefgelaufen. Aber im Endeffekt geht es jetzt los. Playoffs fangen jetzt an und heute startet es. Ich bin mir sicher, ihr habt intensiv trainiert diese Woche, euch nochmal vorbereitet auf die Wild Farmers spezifisch, oder war es mehr einfach nochmal Vollgas, wieder jeder in den Rhythmus reinkommen? Ja, haben wir uns vor allem darauf konzentriert, wieder unseren Groove zu finden, das zu machen, was uns erfolgreich macht, was wir ja, vor allem die ersten paar Spiele oder die erste Halbzeit der Saison gemacht haben. Andererseits haben wir aber auch mit vielen Leuten geredet über die Dorner, haben uns da noch mal ein bisschen Input geholt, um uns auch genau auf die auch noch mal vorzubereiten. Ich denke, heute geht es dann zurück zu, du hast gerade gesagt, bewährten Konzepten. Ich denke, wir werden die beste Line-Up sehen. Pitching nehme ich an, Christian Bedroll, morgen Caleb Bowman. Das ist richtig. Also der Christian fängt heute an. Ich gehe davon aus, dass der Baum morgen anfängt. Und von der Line-Up her, eigentlich ist es egal, wer da drin steht. Wir sind alle top motiviert und in einem guten Zustand. Aber natürlich geht es jetzt einfach darum, jedes Spiel zu gewinnen. Genau, darum geht's. Und da drücken wir euch die Daumen, dass es klappt, dass es hier vor heimischer Kulisse mit zwei Siegen reingeht in die Playoffs. Danke dir, Erik. Danke dir.